Na hallo, mir sind die beiden, die jetzt hier am Auto stehen. Nee, es hatten sich ja viele gewünscht, dass ich mal eine Roomtour zu meinem Auto mache. Hab mir gedacht, heute baue ich mit Bommel ein paar Sachen von Frontrunner ran. Dann nutzen wir den Moment und machen eine kleine Roomtour. Bommel wird mir beim Film helfen und beim Randschrauben. Bommel hat nämlich schon viel Erfahrung mit Dachgepäckträgern, hat schon den ein oder anderen Frontrunner-Dachgepäckträger zusammengebaut. Davon kann ich jetzt profitieren und wir fangen jetzt einfach an, die Sachen anzubauen. So, ich habe mich zu Weihnachten selbst beschenkt und mir das ein oder andere bei Frontrunner bestellt. Das hier ist der Dachgepäckträger. Hier haben wir eine Markise, 1,40 Meter, die kommt ans Heck. Und hier sind noch ein paar andere Sachen versteckt. Hier sieht man schon eine fette Leitbar für vorne. Das andere zeige ich euch nachher. Und jetzt kommen wir erstmal zum Auto. Viele hatten ja gefragt, was ich mir für ein Auto gekauft habe. Es handelt sich hier um ein Mitsubishi Pajero V80, 3,2 Liter Diesel, 170 PS. Allradantrieb zuschaltbar, mehrere Sperren vorhanden. Ziemlich großes Auto, macht extrem viel Spaß. Ich bin Bevor ich das ganze Auto vorstelle, bauen wir jetzt erstmal den Dachgepäckträger ran und dann bekommt ihr eine Roomtour vom gesamten Auto. Ich habe nämlich noch hier hinten einen Schlafausbau drin, dadurch ist der Kofferraum weg. Allerdings eine Küche drin. Na, das werdet ihr alles sehen. Fangen wir erstmal an zu basteln. So, bauen wir, was denn hier drin eigentlich? Das ist das größte Paket. Na, ich gehe mal davon aus, dass da der Dachträger drin ist. Ne? Steht ja auch drauf. This is your Frontrunner Rack. Yes! Ah. Bam! Ja, ganz klassisch oder 4 Millionen Einzelteile. Ach du Scheiße. Ja, aber völlig easy. Kurz, geschafft! Überblick. Du bist nun stolzer Besitzer des ultimativen Dachträgersystems. Behalte diese Information, um die Pflege deines Dachträgers sowie die Garantiehinweise jederzeit nachlesen zu können. Dachträgerpflege. Spüle die Ausrüstung mit klarem Wasser. Okay. Oh, und Aufkleber, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, das Wichtigste ist eigentlich das Dingerset. Oh, Aufkleber! Das ist auf jeden Fall neu. Ja, sieht doch geil aus, wa? Das gefällt mir. Explore Anywhere. Ja. Nice. Fresh. Guck mal, das ist quasi so ähnlich. Ja, das ist so ähnlich. Das ist auch ein Auto. Hat auch vier Räder. Na, ich bin weißt du noch, wie das geht? Ja, eigentlich easy. Kurz einmal reingucken und dann geht's los. Wichtig, immer in die Bedienungsanleitung schauen. Ja, es ist, klingt nicht einfach für Männer, aber es ist in dem Fall sehr hilfreich, weil es gibt unterschiedliche Bauteile in der Länge. Und deswegen sollte man schon mal einen Blick reinwerfen. Na, ich würde sagen, das übergebe ich dir hier mit der Logistik. Du bist ja Logistikprofi. Ansonsten ist das relativ easy. Ne? Werkzeug ist auch im Normalfall mit dabei. Wir haben zusätzlich noch eigenes mit. Dann geht es ein bisschen fixer. Also von daher. Ganz wichtig ist aber, wir brauchen natürlich eine große Fläche. Ja, hier haben wir jetzt eine. Aber wir müssen unbedingt was unterlegen. Wir wollen ja keine Kratzer am Träger haben. Also suchen wir jetzt erstmal was. Das ist doch gut. Der Idealfall. Naja. Wir dürfen nur nicht ins Auto kommen. Wenn die runterfällt, ist das Ding im Arsch. Wir machen jetzt Folgendes. Was brauche ich denn für einen Imbus? Ja. Dann nur Schrauben und dann einfach. Ich nehme Ratsche, Junge. Ich nehme doch hier keinen Imbus. Bist du Harte? Achso, das ist ja nicht schon los. Herr Bummer hat keine Probleme. Da wollen wir noch mal kurz auf den Zettel gucken, vielleicht? Nee. Wichtig, immer in die Bedienungsanleitung schauen. Ja, es ist, klingt nicht einfach für Männer. Wir bauen es erst zusammen und dann stellen wir es fest. Genau. Idealweise zu sagen. Mhm. Na schön. Okay, das ist auch nochmal neu, ne? Ja. Das ist doch nicht original. Das zieht sich. Da ist ja auch eine andere Temperatur dort in Afrika. Da hat sich bestimmt nochmal gezogen. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade 3 Grad oder so. Eine Schraube und eine Mutter. Mal einen Close-up drin machen, ne? No. Okay. Von hier kommt die lange Schraube rein, dann geht es durch das genau. Breite, das Schmale und oben drauf ist die Mutter. Du machst doch? Na, wenig. Ja, das ist jetzt da.
So, wir haben jetzt folgende Thematik festgestellt. Ihr seht ja, das sieht aus wie ein Lattenrost, das ist alles gleichmäßig verteilt. Ich habe aber in meinem Auto ein Panoramadach. Und dieses Panoramadach ist so, dass mit meinem Schlafausbau mein Kopf ungefähr in diesem Bereich ist. Das heißt, direkt unter dem Panoramadach, ich kann super gut Sterne gucken damit. Und das habe ich auch schon sehr oft genossen. Und noch ein Vorteil ist, wenn wir da jetzt eine Lücke reinmachen in den Dachgepäckträger, kann ich durch die Dachluke quasi aussteigen und aufs Dach klettern. Weil das aber ein bisschen schwierig ist, das jetzt so grob über den Daumen zu peilen, schrauben wir jetzt den Dachträger erstmal einmal grob zusammen, setzen den auf und schauen dann, welche Latten wir verschieben. Weil das Gute ist, das ist eine modulare Lösung. Man kann sich diesen Lattenrost sozusagen so verschieben, wie man es gerne hätte. Warte mal, ich will mal kurz ablegen. Ja. Okay. Alter. Das machen wir schon gleich. Ja. So, verteilen. Ja. Wenn wir jetzt mal schauen. Wäre für mich die logische Konsequenz. Also, der muss bleiben, der muss bleiben. Der muss bleiben hier. Ja, weil hier liegt ja das Ding auf, hier unten drin. Und der muss auch bleiben. Na dann. Also du könntest. Geht der nach da? Der nach da? Also der nach hinten einfach. Genau. Und der hier geht nach vorne und der geht an die Stelle von dem. Okay, also die beiden einfach auseinander sozusagen. Wandern jeweils hinter den anderen. Genau. Okay. So, wir haben uns jetzt Verstärkung geholt. Der Erik ist auch mit da. Und wir haben uns überlegt, es reicht, wenn ich quasi so diesen Abstand habe, um aus dem Dach rauszukommen. Deswegen wird das jetzt nur um eins verschoben. Anderthalb Stunden. Und dann müssen wir jetzt hier Pause machen. So, das ist nämlich hier, komme ich easy peasy raus. Der Vorteil ist nämlich dann auch, ich kann mich hier rechts und links gut abstützen, wenn ich raus möchte. Es gibt übrigens so eine... Eine Falltür? Nee, es gibt hier so eine Einsätze. Und halbe Stücken, wo du dann quasi... Ah, ja, ich verstehe. Ja, sowas brauche ich. Also Nikolas, falls du das Video siehst, was Bommel gesagt hat. So, meine Herren. Auf Position. Ja. Antagonisten haben auf Position, jawohl. Deckenkarrier steht. Jawohl. So, auf drei. Eins, drei. Zweimal gut hier. Das große Ausrichten, also aktuell haben wir einen sehr großen Überhang nach rechts. Fahrerseite. Links. Backbord oder so. Genau. Oder ist das Steuerbord? Steuerbord ist rechts in Fahrtrichtung. Also ist es Backbord gewesen. Backbrot. Also ich muss sagen, ich bin begeistert von unserer Dachlukenauswahl. Jetzt können wir das so machen wie so ein Panzerfahrer. Ich stehe hier oben im Fernglas, irgendein anderer fährt. Und dann gebe ich Kommandos, aber der andere darf nichts sehen. Hättest du da mal Lust drauf, Bommel? Wollen wir mal in den Offroad-Park fahren? Und du hast verbundene Augen. Das ist ja langweilig, oder? Mit verbundenen Augen? Ja. Aber mit Kapitän hier oben drauf stehen, oder was? Nee, aber Beifahrer war Navigator. Die Idee haben die geklaut. Von mir. Das ist übrigens eine tolle Teamwork hier. Team steht nämlich für toll, ein anderer macht's. In dem Falle Bommel. Der kann nämlich von uns lesen und messen. Der hatte auch bei Mathematik eine 7. Und das ist doch keine, du bist doch blöd, das ist doch keine Mathematik, was ich hier mache. Was denn dann? Hä? Dass das, wo Geometrie hier ist, das weiß man aber auch, hä? Ah, ich dachte Statistik. Nee. Das hat aber auch was mit der chemischen... Na, das hat doch was mit Statistik zu tun, das muss ja auch halten. Ja. Du so, brauchst ja, wenn das Dach einstürzt, musst dich nie wundern, wenn der Statistiker nicht da war und vorher die Abnahme gemacht hat. Hier laufen genug Statistiker rum.
So, wir sind in den Endmontagezügen und bauen jetzt den Lattenrost fest. Wir haben uns ja wie gesagt nochmal umentschieden hier mit dem Ausstieg. Es passt von der Breite, aber super, ich kann hier gut stehen und den Fahrer navigieren mit Fernglas, falls mal Nebel ist, also Bodennebel, ne? Der ist ja dann oben nicht so dicke. Ja, falls du mal durchs Wasser musst. Nächstes Mal eben mit Drehmoment, verstehst du? Na bitte. Und, willst du 125 Newtonmeter drauf machen oder was? Das ist die Frage, was der Hersteller vorgibt, ne? Nicht was Sie jetzt hier gerne möchten. Herrlich, es ist soweit. Ach so, Herr Römer. Der Dachgepäckträger ist drauf, also die Basis steht. Die Kappen lassen wir jetzt noch ab, weil wir müssen hier vorne noch die Leitbar draufbauen und hinten noch die Heckmarkise. Dazu müssen wir in die Schiene rein. Deswegen bauen wir die Kappen, die sehen so aus, dann zum Schluss drauf. The essential question for the light bar. You need the light bar in this side or in this position here? I don't know. You can take it here. Oh, I have to look from front. Show me. This is, I think this is Russian way. Russian way is good. Ich will es auch drunter machen. Ja, wenn es oben ist, baut es so auf. Nee, das ist nicht nur das. Auch wenn du mal oben hast, was ein bisschen länger ist, dann liegt das genau auf dieser light bar auf. Los, ein Papierkorb runter. Nee, du musst festhalten. Halte mal. Halte mal, Waldemar. Junge. Also von der Verpackungsfreundlichkeit. Vorsicht, Glas. Bumm. Ja, das werden wir mal nicht wegschmeißen. Ja. So. Das müssen wir transportieren. Und da passen zwei Feldbetten drin. Wird das doch noch gut, wenn ich mal einen Tannenbaum verschicken will. Ja, wirklich. Zeit, Alter. Oh, guck mal, hier passen zwei Feldbetten rein. Da passt. Wie lang ist denn deine Markise eigentlich? 2,50 Meter. 2,50 Meter. Hier sind übrigens die original dazugehörigen. Brauch halt kein Schwein. Das war aber aggressiv. Das hat alles mal Geld gekostet. Das machen die in der Frontrunner-Werbung auch. Da schmeißen die einfach weg. Für was sind die Abdeckung? Braucht man die? Na, ich hab die, da habe ich so Krimskrams drin. So. Ich würde die nicht wegschmeißen, die sind gut. Ist das wasserabweisend? Ja, ne? Ja. Das ist dasselbe Material wie die Markise. Ich glaube, frag mal nach, ob du nochmal zwei Gold kriegen kannst. Das ist wirklich gut, ja? Du bist unser kleiner Messi-Helfer, ne? Messi hat auch nur erst damit zu tun, wenn es krankhaft ist. Ich habe ja einen Verwendungszweck dafür. Das suche ich noch. So, wo sind die Brackets dafür? Der Brackets. Oh, so zusammengeschraubt wie das Paket, hä? Immer vom Körper weg, genau so. Und denk an den Blutkreis, immer schön rein in die Wunde. Immer zum anderen Körper hin. Du hast auch noch nie ein Unboxing gemacht, hä? Guck mal, wer hat denn das eingepackt? Bestimmt wieder ein anderer. Der Jonathan. Und Noni. Was? Non. Hacker? Du brauchst das Englisch, das Montana. Schöne Grüße an Non. Tlahacker. Wie spricht man das aus, Alter? Das ist mexikanisches Essen oder so. Oder ein Italiener. Gracias. So, Herr Bommotte, wie viele Markise ist denn das, die wir hier anbauen? Der 28. Da. Und deswegen im Normalfall. Kommen erst die Brackets hier dran. Ja? Ha. Original sind 3 mit dazu. Aufgrund der Länge brauchen wir hier aber nur 2. Ja, bei meiner Markise mit 2,50 sind 3 schöner, damit sich nicht in der Mitte durchhängen. Hier reichen 2. Nächster Punkt. Hier würde ich jetzt, also eigentlich schraubt man erst die Brackets dran und anschließend an die Brackets die Markise. Das ist aber sehr filigran und deswegen machen wir das hier nach oben gedreht, weil die Markise ist ja nur 1,40. Das heißt, wir drücken das dann einfach naja, nur so oder schieben es von der Seite drauf. Umgedreht. Versteht ihr, wie ich meine? Von hinten rum. Von hinten rum. Mach mal ein Zeichnung. So, wie eben schon von Bommel beschrieben, wird das Ganze, die Halterungen sind dran, jetzt hier in diese Schiene eingefädelt, dann mittig ausgerichtet. Ach so. Dann ist fertig.
So, wir sind schon einen Schritt weiter. Wir haben jetzt hier die Schaufelhalterung dran. Sind jetzt dabei, die Leitbar anzubauen. Und hier drüben ist die Axthalterung schon dran. Hier hinten die Markise. Es geht weiter, wenn wir alles dran haben. So, mit vollem Körpereinsatz wird hier gearbeitet. Erik kriecht auf dem Dach rum. Und wir sind gerade dabei, die Leitbar final anzuschließen. Es war ein ganz kleiner Akt. Das ist nämlich eine echte Fummelarbeit. Was gibt's denn da zu lachen? Hä, was gibt's denn hier zu lachen? Bobby möchte dir was sagen. Zeig mal. Na, an dem Punkt war ich vorhin so hoch da drüben. So, wir haben es finally geschafft. Also das Schwerste war eigentlich, die Leitbar anzubauen. Aber sie ist fertig. So, wer reißt es jetzt ab hier? Ja, ich würde sagen, wir machen das, das ist in Gemeinschaftsarbeit. Achso, warte. Das erste Drittel, zweite Drittel. Das waren mehr als 33 Periode 3%. Ist aber was Feines. Aber jetzt machen wir erstmal zu hier. Zack. Kommen wir zum Schlafausbau. Dazu muss ich meine Sitze hier ganz nach vorne schieben. Habe ich jetzt schon gemacht. Dann geht es nach hinten. Mir war ganz wichtig, dass ich die Rückbank behalten kann und die nicht ausbauen muss. Ziehen wir hier unten den Hebel. Zack, klappt die an. Dann haben wir da hinten nochmal einen Hebel. Klappen das um. Und genau, du kannst mal den Rest machen. Dann filme ich das mal. Dann klappen wir hier dieses Holzgestell um. Zack, hier die Schiene liegt dann hier auf. Dann wird das umgeklappt. Das liegt dann da vorne auf der Mittelkonsole auf. Und dann können wir an der Matratze ziehen. Dreiteilige Matratze ist das. 1,90 x 1,20 und dann ist das Bett soweit schlaffertig. Die Markise haben wir auch schon aufgebaut. Passt perfekt. Damit ist möglich, hier hinten trocken zu kochen und trocken überall ranzukommen. Die beiden Stühle hier sind auch von Frontrunner. Die haben ein ganz kleines Packmaß. Die sind hier dann verstaut. So sieht das dann aus. Richtig viel Platz hier drin. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem ist das voll geil. Jetzt kannst du hier, also ich würde sagen, ich muss mal hier reingehen und euch zeigen, wie ich aus, wie mein Blick aus dem Panoramadach ist. So, ich habe hier genau diesen Ausstieg. Wir haben ja auch schon zu zweit öfters mal drin gepennt. Das funktioniert super, mega bequem. Und 1,20 x 1,90, was will man mehr? Ich kann in beide Richtungen schlafen, Kopf nach vorne oder Kopf nach hinten. Macht keinen großen Unterschied. Also immer so, je nachdem, wie es von der Neigung vor Ort am besten passt. Kommen wir zu den Schubladen, zu den Auszügen. Da muss ich hier unten nochmal optimieren. Die haben nämlich so einen Schwerlastauszüge, 230 Kilo. Und die haben hier unten so einen Hebel, den muss man auf beiden Seiten ziehen. Aber ich bin schon geübt, das mit dem Fuß zu machen. Dann haben wir hier zwei Euro-Boxen, die hier genau reinpassen. Hier hinten habe ich so ein bisschen Y-Food und Nahrung. Und Gaskartuschen, Nudeln. Die Fächer werden natürlich jedes Mal vor einer Reise oder für irgendeinem Event so gepackt mit den Sachen, die ich brauche. Es ging nur darum, dass ich den Stauraum sortiert habe. Und mit den Kisten kann man den Platz natürlich am besten ausnutzen. Dann haben wir hier unten noch einen Schieber. Den haben wir da eingebaut, weil wir ja dadurch, dass wir hier die Schwerlastauszüge haben, sowieso dieses Maß haben. Und da haben wir einfach noch einen kleinen Auszug, die halten 40 Kilo, hier eingebaut. Hier ist noch ein Scotty-Grill drin, eine Pfanne, kleiner Faltbecher für den Hund zum Trinken, Zunder-Kit, Merino-Handtuch, eine Axt, eine Klappsäge, Ranger-Bands, Keil, bisschen Paracord, Panzertape, Werkzeugkiste, so ein paar Decken für den Notfall, falls man im Stau steht und es kalt wird. Und dann geht es hier drüben weiter. Das ist der Kochauszug. Mal wieder hier illegal Land machen. Zack. Der sieht so aus. Da haben wir hier unten auch wieder den Platz genutzt mit einem kleinen Auszug. Das ist der Kochauszug. Hier ist meine Besteckschublade. Da habe ich ganz viel Besteck drin. Hier liegt noch eine Nudelsuppe. So ein bisschen Gewürze habe ich hier. Und dieses Schneidbrett kann man quasi mobil verschieben und hinlegen, wo man möchte. Das ist hier quasi aber arretiert.
haben wir den Gaskocher. Ist der Primus Tupike, heißt der, glaube ich. Zwei Flächen, jeweils 3000 Watt. Und das wird hier drüben mit Gas betrieben. Wird dann hier angeschlossen an die Flasche. Hier habe ich noch eine Reservegasflasche drin und dann, also Kartusche, und dann wird das so betrieben. Wenn ich fahre, mache ich das natürlich ab. Wird wahrscheinlich auch so dicht halten, aber das Risiko will ich nicht eingehen. Als Topf habe ich hier den 14 cm Zebra-Topf. Da ist dann noch so eine kleine Einfassung drin, hier so ein kleiner Teller und ein Deckel. Küchenrolle, Mikrofaserhandtuch. Hier unten ist sozusagen die Waschmittelschublade. Hier habe ich ein bisschen biologisches Waschmittel, Mückenspray, Olivenöl, ja, was man halt so braucht. Ein bisschen Sonnencreme, was zum Putzen. Und hier haben wir dann Müllbeutel, so einen kleinen Napf, so einen kleinen On-Fire-Napf. Zwei Tassen natürlich, eine von Fritz und eine von mir. In der Tasse lässt sich ganz gut verstauen dieser Multi-Gewürzstreuer. Müllbeutel natürlich, Müll immer mitnehmen. Hier in der kleinen Schale habe ich meinen Kaffee. Habe ich hier zwei Teller und noch eine Pfanne. Und drunter noch so eine Auflage für den Gaskocher, womit man Spiegelei zum Beispiel machen kann oder Steak. Ist ganz gut geeignet dafür. Ja, so sieht der Ausbau erstmal aus. Ich bin bisher mega zufrieden. Wie gesagt, ich war mit dem Ausbau in Kroatien, habe da gekocht, habe da immer draußen geschlafen, hat alles super funktioniert, auch bei kalten Temperaturen. Und jetzt bin ich natürlich hier perfekt wettergeschützt. Also ich kann hier auch, wenn es regnet, kochen und Sachen tun. Jetzt zeige ich euch nochmal den Tiefraum. Hier unten sind nämlich eigentlich hier in der Lücke, dahinter sind eigentlich zwei Reservesitze sozusagen, weil das eigentlich ein Siebensitzer ist. Diese zwei Notsitze habe ich aber ausgebaut, weil die brauche ich ja sowieso nicht. Durch den Schlafausbau ist ja der gesamte Kofferraum quasi genutzt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich da rankomme. Da gibt es hier drüben so einen kleinen Clip. Ich den öffne, zack, der ist schon geöffnet. Und zack, auch schon geöffnet. Dann ziehe ich hier den großen Auszug aus. Komplett raus. Komm. Und dann kann ich das hier hochklappen. Zack. Jetzt muss ich meine Taschenlampe ranholen. Dann sind wir hier im Tiefraum. Hier im Tiefraum habe ich Kabelbinder, Tarps, Picknickdecke, Erste-Hilfe-Set. Alles, was man nicht so oft braucht. Vorne habe ich noch ein kleines Erste-Hilfe-Set. Das hier ist das etwas größere, für ein bisschen kompliziertere Sachen. Noch eine Warnleuchte. Insgesamt 70 Liter, also da passt auch ein großer Trekking-Rucksack rein. Ja, so sieht es aus. Ich habe natürlich den Nachteil, wenn ich jetzt hier schlafe, ich kann das Auto nicht mehr bewegen mit dem Ausbau. Ihr seht es, der Fußraum ist komplett belegt. Ich kann da auf keinen Fall mehr fahren. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, sondern man möchte ja dann da schlafen. Geht ganz schnell aufzubauen, habt ihr gerade gesehen. Und ich habe den Vorteil, Reisetaschen und so weiter. Ich habe ja hier unten noch richtig viel Platz. Das packe ich immer alles hier rein. Jetzt habe ich gerade das Bettzeug reingelegt. Das liegt ja natürlich normalerweise hier oben. Im Winter schlafe ich natürlich mit Schlafsack hier drin und machen wir dann zusätzlich noch die Standheizung an. Die ist hier verbaut. Also hier ist da der Einschaltknopf von Webasto. Und das pustet dann hier aus der Lüftung raus. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das war's eigentlich. Wir sind erstmal fertig. Ich hoffe, euch hat das, die kleine Roomtour, gefallen. Ich bin jetzt nicht so der übelste Videoprofi, aber zumindest habt ihr mal gesehen, wie das Konzept ist, was ich mir hier ausgedacht habe. Bei dem Ausbau hat mir ein befreundeter Tischler geholfen, Naturnah-Camper. Der ist spezialisiert auf sowas, da haben wir uns zusammen was ausgedacht, hat auch gut funktioniert. Hier an der Seite habe ich noch Dachfenster, Seitenfenster, die ich so aufklappen kann. Das heißt, ich habe verschiedene Belüftungsmöglichkeiten im Sommer, beziehungsweise beim Schlafen. Ich kann das Dach oben aufmachen, ich kann hier diese Seitenfenster aufmachen und ich habe hier auch noch solche Windabweiser. Und wenn ich die Scheibe natürlich bis drunter mache, kommt auch da kein Regen rein. Schauen wir mal, was noch so alles verändert wird. Da wird bestimmt noch einiges passieren hier. Wir müssen auf andere Fälle noch AT-Reifen und andere Felgen rauf. Das ist auch schon in Arbeit. Aber alles nach und nach. An die Seite soll noch Beleuchtung, oben sollen noch Kisten drauf. Aber so, wie es jetzt ist, kann man sagen, ist es auf alle Fälle schon mal richtig einsatzbereit dafür, wie ich es
nutzen möchte. Ich benutze es ja, wie gesagt, im Alltag mit der kompletten Sitzbank verfügbar. Hier ist nochmal das andere Erste-Hilfe-Set. Das ist klein und handlich, das habe ich immer parat. Weil auch einige gefragt hatten, was ist denn hier drin? Hier ist natürlich nochmal Warndreieck, Warnwesten und das Kfz-Verbandsset, wie es sein soll. Weil meine eigene Ausrüstung ist natürlich nicht diengerecht. Durch die Scheibe kann man von innen rausgucken, aber von außen reingucken ist gar nicht möglich. So wie das sein soll. Kommt mal her, Jungs, ich muss hier noch Tschüss sagen mit euch. Kommt mal Tschüss sagen. Ja, hallo. So, Dankeschön, meine Lieben, dass ihr mir so lieb geholfen habt. Es hat sehr gut funktioniert. Alleine hätte ich es auf alle Fälle nicht hinbekommen. Dankeschön auch an Frontrunner fürs Erklären, Einweisen und Beraten. Funktioniert alles super. Danke, Bommel, du bist ja der übelste Dachzelt-Experte. Dachträger-Experte. Bommel ist Dachdecker. Dachdecker für Autos. Ja. Und Erik kann gut schrauben. Hat er sehr gut gemacht. Kleine Hände, der kann sogar rein. Genau. Ich würde sagen, mit dem Ergebnis können wir erstmal arbeiten, oder? Was bauen wir als nächstes ran? Ich habe ja natürlich hier noch was liegen, aber das möchte ich jetzt nicht ranbauen. Und zwar habe ich hier noch ein Wasser, 42 Liter Wassertank, aber den brauche ich jetzt im Winter nicht ranschrauben. Das gefriert mir nur, das mache ich im Sommer rauf. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie ihr das Konzept findet, was ich noch verändern soll. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine geile Idee, was ich noch anders machen muss. CB-Funk muss noch rein, ne Bommel, damit wir immer quatschen können miteinander. Und dann, fällt noch irgendwas Wichtiges ein, was noch fehlt hier? Licht. Licht? Ja, Licht muss natürlich noch angeschalten werden, aber da kümmern wir uns auch drum. Also, macht's gut. Tschüss! Ciao, Kakao!